Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist es nicht unglaublich, wie schnell das erste Halbjahr 2020 an uns vorübergezogen ist? Ich erinnere mich noch an unsere Winterklausur in Schwandorf und unseren schönen Neujahrsempfang im Landtag mit rund 600 Gästen. Zwei Ereignisse, die wie aus der Zeit gefallen wirken, angesichts der Krise, die Mitte März über uns hereinbrach. Ich kann euch sagen, Corona hat auch uns Abgeordneten im Maximilianeum alles abverlangt. So hat unsere Fraktion seit dem Frühjahr eine ganze Reihe parlamentarischer Initiativen zur Abwehr der schlimmsten Corona-Folgen im Landtag eingebracht. Dazu kam an Ostern die Drei-Phasen-Strategie zur Lockerung der strengen Ausgangs- und Wirtschaftsbeschränkungen. Und über Pfingsten ein mehr als 60 Seiten Strategiepapier, Lernen aus Corona. Das alles hat das Profil unserer Fraktion geschärft und klargemacht, wofür wir stehen. Für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern, gerade jetzt in einer unvorhersehbaren Krise. Und ich weiß, auch euch verlangt diese Zeit alles ab. Gerade am Arbeitsmarkt. Viele Menschen sind in Kurzarbeit und blicken mit großer Sorge in die Zukunft. Genau deshalb setzt sich Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei der Bundesregierung für eine Zahlungsverlängerung des Kurzarbeitergeldes bis Ende 2021 ein. So soll nach der Vollbremsung unserer Wirtschaft das Überleben möglichst vieler Betriebe gesichert und ein Abrutschen der Arbeitnehmer in die Arbeitslosigkeit vermieden werden. Heute nun findet die letzte Plenarsitzung vor der Sommerpause statt, aber wir Freien Wähler arbeiten im Landtag an vielen weiteren Projekten. Nächste Woche ist Landrätetreffen. Für mich ein ganz wichtiger Termin, um mich darüber zu informieren, welche Unterstützung ihr in den Kommunen braucht. Außerdem bereiten wir mit Hochdruck die Fraktionsklausur Mitte September in München vor. Top-Thema wird die Sicherung bayerischer Arbeitsplätze sein. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr in den nächsten Wochen ein wenig zur Ruhe kommt, dass ihr eine unbeschwerte Zeit mit euren Familien verbringt und einen schönen Urlaub genießen könnt. Denn die Überwindung der Corona-Pandemie wird uns auch in der zweiten Hälfte dieses so ungewöhnlichen Jahres 2020 viel Kraft kosten. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.